Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nier für die PS3. Im letzten Part haben wir den verschollenen Schrein nochmal betreten und dort einen weiteren Kampf durchgeführt gegen den Boss. Und Kaine hat sich kurzzeitig in den Schatten verwandelt, bis wir sie aufgehalten haben. Und ja, das war effektiv das, was im letzten Part passiert ist. Und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Müllberg. Zum einen, weil ich bei zwei Brüderwaffen meine Waffen upgraden möchte. Zum anderen, weil sich dort voraussichtlich ein Schlüsselteil befindet. Und die wollen wir haben. Luftsprintangriff, okay, bla bla. Hey, Magie kostet minus 10%. Mensch. Doch mal eine Verbesserung für die Magiekostenersparnis, ja. Ein besseres Wort dafür. Schön, schön. Wow. Ich lasse mich hier gerade echt so ein bisschen umbringen. Irgendwie lief das blöd. So als Schulbuch, okay. Okay, ah komm. Hier haben wir noch den Schatten. Den erledigen wir mal gleich noch mit. Und kriegen nochmal medizinische Kräuter, was ich sehr schön finde. Passt doch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, hier dürften auch wieder ein paar Schatten unten sein, oder? Nee? Wollt man nicht? Doch, wohl schon meint. Ich bin sehr gewundert, wenn nicht. Wow. Der ist gut gerüstet. Okay. Minimum Stufe 7, was ich gerade gesehen habe. Und Angriff plus 20%. Oder Stärke plus 20%. Wenn ich das richtig gesehen habe in der kurzen Zeit. Ich wollte mich halt mehr mit dem Kampf beschäftigen und weniger mit dem Item, was ich da, oder mit dem Wort, das ich da bekommen habe. So, na denn. Medizinische Kräuter. Oh super, und die sind jetzt weg, oder was? Weil ich sie nicht tragen kann. Och, Menno. Schweinerei. Weißt du, wenn ich hier die in der Kiste finde und nicht tragen kann, na scheiß drauf. Dann bleiben sie halt liegen. Und so in dem Sinne. Und ich kann halt wieder ein bisschen Platz machen, um sie zu nutzen. Aber anscheinend geht das nicht, wenn ich die als Ressource finde. Naja, meinetwegen. So, hier sind auf jeden Fall viele, viele magische Kräuter. Ist auf jeden Fall ganz schön, um ein wenig aufzustocken, was das angeht. Ach so, okay, ja, hier könnte ich auch mit der Fähre hinfahren, aber ganz ehrlich, ich will ja ein bisschen Monster bekämpfen, macht ja Spaß und so, deswegen bekämpfen wir die Monster und gehen zu Fuß. So sieht das nämlich aus. Tons of machinery here. Yeah, but I don't know how much we can actually use. Oh wow, check this out. It looks brand new. Hey, be careful there. I'm fine. Das sieht nicht gut aus. Oh no. Huh? Oh Mann. Jacob! Jacob, no! No, this can't be happening! Hm.
Oh Gott. Ich bin froh, dass man das nicht, dass das Spiel das nicht gezeigt hat. Aber man hat gehört, was da passiert ist. Aua. Nicht schön. Also kann ich meine Waffen erstmal nicht upgraden. Perhaps we should speak to the brothers. They might know something about this. Oder ach. Ist er doch da, Mensch. Oh, hello again. Hey Gideon. Du bist der kleinere von beiden, nicht wahr? Du bist ganz schön gewachsen. Wie geht's deinem Bruder? Mein Bruder ist seit 4 Jahren tot. Verstehe. Bitte verzeihen die Frage. Ist schon in Ordnung. Sieh mal, ich muss dich etwas fragen. Worum geht's? Hast du Gerüchte über Schatten in der Gegend gehört? Nicht die kleinen Viecher, ich suche nach einem, der ungewöhnlich groß und stark ist. Nein, von so etwas habe ich nicht gehört. Aber ich habe mich auch nicht groß darum geschert. Ich will einfach nur Roboter zerstören. Sie zerschmettern. Okay. Nun, vergiss es. Tut mir leid, dich gestört zu haben. Wartet. Ja. Ich habe kürzlich eine neue Waffe bekommen. Eine sehr mächtige Waffe. Ich dachte, ihr könntet damit vielleicht etwas anfangen. Eiserner Wille. Okay. Dieses Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Ja, es ist ziemlich abgenutzt. Ich denke, es hat Potenzial, aber im Moment ist es recht schwach. Kannst du es reparieren? Mit dem richtigen Material kann ich alles reparieren. Wenn du es reparierst, werde ich die Teile besorgen. Hihi, ich bin so froh, dass ich das nicht weggeworfen habe. Ich benötige eine Gedächtnislegierung. Nur die wirklich großen Gegner im zweiten Untergeschoss haben so etwas, also seid vorsichtig. Hier ist der Code, um nach unten zu gelangen. Benutzt ihn beim Aufzug. Okay. Verstanden. Gut. Ja, ich weiß. Nebenbei. Wie kann ich euch helfen? Na bitte. Waffen verstärken. Schauen wir doch mal, ob wir da schon was machen können. Okay. Ich kann die Wiedergeburt aufwerten. Ist sehr leicht. Das ist schon mal schön. Warum eigentlich nicht? Ja. Sowas brauchen wir hier. Titanlegierungen, natürlich. Titanlegierungen, Titanlegierungen, Titanlegierungen. So viele Titanlegierungen, die man braucht. Naja, okay. Meinetwegen. Meinetwegen. Wow. Das ist echt ein Riesensprung. Aber es geht dann auch von sehr leicht auf extra schwer. Wow. Okay. Ja, ich weiß. Bla. Ich möchte dann mal schauen. Meine Items, was man da so verkaufen kann. Ich habe fast die Vermutung, dass ich hier von dem Zeug ein bisschen was loswerden könnte, theoretisch. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das eventuell doch noch brauche, um irgendwelche Waffen zu verbessern oder sowas. Keine Ahnung. 45 verbeulte Metallplatten. Wow. Okay. Ich muss mich echt mal schlau machen, was ich einfach verkaufen kann und was ich nicht verkaufen sollte. Ich vermute mal, dass ich die hier einfach verkaufen kann. Denn, die kriege ich in so großer Anzahl. Scheiß drauf. So. Okay. Dann belassen wir es mal dabei. Zumindest habe ich wieder ein bisschen mehr Geld. Und dann geht es auf in den Müllberg, nachdem ich nochmal kurz gespeichert habe. Einfach sicherheitshalber.
Ich habe zwar zwischen den Folgen gespeichert, aber ne, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Außerdem müsste ich dann den Weg hier nochmal auf mich nehmen und ne, kein Bock. Na, komm her, Mäuschen. Dankeschön. Gut, dann wollen wir doch mal rein hier. It's a shame about the older lad. He was but a child. He died protecting the only family he had left. It's a damn shame. Tja, das stimmt wohl. Er ist gestorben, um seine Familie zu beschützen, aber das macht das Ganze nicht schöner. So, na denn. Auf ins zweite UG. Und dann wollen wir uns da doch mal ein wenig umschauen. Und hier von den wirklich großen Gegnern wird Gedächtnislegierung gedroppt, ja? Nun gut. So. Komm mal her hier. Zack. Perfekt. Okay. Eingeschlossen. Ja, schon wieder. So. Uiuiui. Natürlich. So blöden Maschinen mit ihrer Stromkacke, ne? Okay. Doch genau zwei Schuss für so eine Maschine. Das ist gut zu wissen. So. Ja, auch hier kaputte Antennen. Gehe ich mal von aus, dass ich die einfach verkaufen kann, so viele wie ich davon bekomme. So, na komm. Wer hier? Perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und dann nehmen wir uns hier einmal ein Bömmchen. Schmeißen das dorthin. Und springen uns hier den Weg mal frei. Wenn da schon eine Bombe ist, dann wird die auch ihren Sinn haben. So, kümmern wir uns erstmal um die Scheißteile hier. Okay. Ausgerissener Bolzen. Hm. Klingt erstmal interessant. Aber ich glaube nicht, dass ich das zeitnah benötigen werde. So. Das hier ausschalten. Dann darf das Ding hier noch weg. Ah, kommt, geh mir das Viecher. Dankeschön. Sehr freundlich. Okay. Scheint, als wären wir eingeschlossen. Mal wieder. Okay, wow. Da kamen die Schuss gerade von allen Seiten. So, zwei. Dann hier die drei. Und die vier. Zack. War's das? Scheinbar. Okay. Okay, hier ist sonst nichts weiter, wie es aussieht. Moment, das finde ich aber ein bisschen merkwürdig. Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig. Sekunde. Aber auch laut Karte scheint da nichts weiter zu sein. Na gut. Na gut. Dann nicht. Dann wollen wir doch hier wieder ganzes Stück zurückrennen und hier weiter.
Und dann nicht hier rein, denn hier ist die Tür kaputt. Ja, stimmt, das hätte ich auf der Karte sehen können. Naja. So. Einfach Nummer 2. Noch einer. Okay. Mag noch wer. Da haben wir noch einen. Ja, okay. Um den haben sich die anderen schon gekümmert. Auch gut. Kann ich mitleben. Habe ich jetzt kein Problem mit. So, mach auf hier. Okay, und zack. Dankeschön. Hier sind wir durch. Oi. Ist hier noch mehr von den Viechern? Von den Mistteilen. So, hier. Zieht euch mal, Mann. Ihr seid voll nervig und so. Finde ich nicht korrekt. Finde ich mal absolut nicht korrekt, was ich hier mache. So. Und du nochmal. Geht das hier jetzt etwa endlos? Da hätte ich mal wenig Bock drauf. Aber das scheint es gewesen zu sein. Okay. Na denn. Weiter im Text. Ich will halt wirklich alles mitnehmen hier. Einfach für den Fall, dass ich hier auch ein bisschen anderes Material noch bekomme. Was ich für die Verbesserung meiner Waffen brauche. Ich meine, wäre ja möglich, ne? Dass ich da was kriege. Okay. Scheint, als wären wir eingeschlossen. Ja, ist mir doch egal. Ich glaube, da will ich nicht runterfallen. So wie es mir gerade eben passiert ist. Okay. Die Frage ist, was will das Spiel von mir? Muss ich hier einfach nur durch? Oder muss ich mit die, diesen großen Würfeln irgendwas machen? Ich meine, die sind doch nicht umsonst hier. Kannst du mir doch nicht erzählen. Die sind doch nicht einfach so da. Aber es sind weniger von diesen Metallwürfeln, als es Dingens gibt. Als es offene Löcher gibt. Damaskusstahl. Okay. Okay. Rare Drop nehmen wir mit. Ich bin immer noch der Meinung, ich müsse irgendwas mit den Würfeln machen. Ich weiß noch nicht was. Das ist das, was mich persönlich gerade so ein bisschen nervt. Ich hasse es, das Gefühl zu haben, mit einem Objekt irgendwas machen zu müssen, ohne dass ich feststellen kann, was genau. Blödes Gefühl. Ohne Titanlegierung, Mensch. Das ist ja ein Ding. Dass ich das noch erleben darf. Ich krieg mal eine Titanlegierung gedroppt. Ups. Toll. Ehrlich jetzt, ich darf hier von vorne an nochmal durchrennen. Na, toll. Okay. Machen wir alles. Die hatte ich vergessen kaputt zu hauen. Und zack. Ui, ein Bernstein. Nett. Nehmen wir mal mit. Noch einer. Ich
bin gerade ein wenig erstaunt, dass hier so viel Bernstein rumliegt. Was macht der hier? Nein! Ich glaub's nicht, ey. Das ist doch nervig. Das ist doch einfach nur nervig. So. Hier rüber. Hier rüber. Und durch. Na bitte. Meine Fresse, ey. Also hier sind wir jetzt einmal durch den Bereich durch. Ich verstehe. Wo wir uns durchsprengen müssten. Okay. Also an dem Bereich sind wir vorbei. Gut. Gut. Das scheint, als wären wir eingeschlossen. Mal wieder. Ist ja nichts Neues. So. Ja, ja. Uiuiui. So viele von den Viechern. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Nein. Autsch. Ihr blöden Mistviecher, ey. So. Kommt mal her hier. So, und hier auch noch. Zack. Na bitte. Das wäre das. Ah, Leute. Ehrlich. Nicht nur viele Gegner, sondern auch noch fliegende Gegner, ja. Nehmen wir mal hier Wundsalbe. So. Zack. Ach Mist. Aber war das gerade keine? Ich glaube schon. Sie hat getroffen. Das passt. So. Okay, ah ja. Jetzt haben wir den großen Robo. Wow. Okay. Autsch. Das ist uncool gerade. So, kriegen wir hier... Ja, doch. Auch mit dem Schwert kriegen wir hier ganz gut Schaden drauf. Das gefällt mir. Das gefällt mir gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Okay. Oh nee, ne? Echt jetzt? Na toll. Mist. Nicht ganz. Aber... Oh, ich darf den ganzen Raum noch mal neu machen. Gut, dann machen wir den aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.